Waldsassen im Norden der Oberpfalz. Im ehemaligen Sudhaus des Klosters werden Erinnerungen wieder wach an eine große Lebensentscheidung, die sie damals treffen musste. Als ich 1993 das erste Mal hier zu Besuch kam, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Oh Gott, da bleibe ich keine Woche. Nur einen Ort gab's, der hat mich gefangen genommen und im Herzen berührt. Das war der Kreuzgang. Und ich stand da und habe von einem Augenblick auf den anderen gewusst, du musst hierher. Mein Kopf hat gesagt, du spinnst. Mein Herz hat gesagt, du musst. Ja. Und dann bin ich doch geblieben und noch heute hier. Ist es der Beginn eines Märchens? Bald darauf wird sie zur Äbtissin gewählt, als weltweit Jüngste im Zisterzienserorden. Seitdem kämpft Letizia Fech mit Kraft und Leidenschaft für den Erhalt des Klosters Waldsassen. Bis heute. Inzwischen gemeinsam mit einigen jungen Schwestern. Hat die Abtei wieder eine Überlebenschance gegen das Sterben so vieler alter Klöster? Ist es ein Märchen mit einem guten Ende? Es soll endgültig die letzte Baustelle im Kloster sein. Ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung, Senioren und junge Familien. 11 Millionen Euro teuer. Die Fenster sind jetzt auch drin, toll. Ja, klasse. Boah, da ist jetzt aber weitergegangen. Ja, toll. Äbtissin Letizia und Schwester Sophia sind erleichtert über die Fortschritte. So, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Und wie geht's? Was macht der Zeitplan? Ja, wir sind ein bisschen hinterher, aber. Wie viel? Vor 3 Wochen auf jeden Fall. Ja. Ob nicht mehr, ja. Weil der Teil muss bis 3. Oktober fertig sein, gell? Ist klar, aber hat soweit so viel Beschäftigung und die ganze Packung, das schauen Sie halt auf. Auch wenn die Zeit drängt, billige Kompromisse kommen für Schwester Sophia nicht in Frage. Alles kaputt. Ich bin gerade im Dachgeschoss vom Bauteil 1. Jetzt geht es darum, dass man eigentlich die wunderschönen historischen Andreaskreuze hinten im Treppenhausbereich doch sichtbar lassen sollte und nicht verkleiden. Der Putzraum oder die Abstellflächen werden kleiner, aber das wäre es auf jeden Fall wert für den historischen Dachstuhl, weil sonst sieht man ja gar nichts mehr. Ich habe Frauen ganz gern, das ist die erste Sache. Ja. Und ich habe kein Problem mit ihm. Ob es mein Chef, ob es Mann oder ob es das Frau, das ist mir eigentlich egal. Da ist wichtig, ob hat der Mann hat Ahnung, wie das geht und wie muss das sein. In meinem früheren Leben war ich Bauleiterin in einer Baufirma, die international tätig war. Und 2007 bin ich jetzt nach Waldsassen gekommen, bin hier ins Kloster eingetreten und habe so die Restarbeiten der Generalsanierung des Klosters mitgemacht. Jede Arbeit, wie wichtig sie auch sein mag, wird unterbrochen, sobald die Glocke zum Gebet ruft. Fünfmal am Tag ist das. In der Klosterkirche Maria Himmelfahrt. Eine Ordnung, die den Tag, das Leben taktet. Seit Jahrhunderten. Besser, gestärkter kehren sie von dort zu ihren Aufgaben zurück. Davon sind die Schwestern überzeugt. O Maria, schmerzhafte Mutter, wir bitten dich um Erhaltung unseres Klosters und des wahren Ordensgeistes darin. Tief eingebettet ist das Kloster in das Tal der Wondrep. Die Zisterzienser haben ihre Abteien nicht auf hohen Bergen, sondern am Ufer von Flüssen gegründet, um neues Land, Sümpfe, zu kultivieren. Aber auch,
weil sie im Wasser das Sinnbild einer tieferen Wahrheit sehen. Mag Schwester Hanna Maria gerade deshalb diesen Platz ganz besonders? Sie hat Theologie studiert und unterrichtet an der Klosterschule. Das ist für mich ein Rückzugsort. Wenn das Wasser einfach da so an mir vorbei plätschert, das beruhigt mich, hilft mir auch, einfach Gedanken nachzuhängen, ohne gestört zu werden. Und von daher ist das einer meiner Lieblingsorte hier. Also ich meine, dass ich ein chaotischer Mensch war. Und im Kloster habe ich gelernt, meinen Tag doch sehr strukturiert zu leben. Und das ist ja sozusagen das Geschenk, was man im Kloster auch hat, dass man die Zeiten für Gott wirklich eingeplant hat. Also wenn die Glocke läutet, dann gehe ich zum Chorgebet. Bill Haley und Elvis Presley sind definitiv keine Gründungsväter des Zisterzienserordens. In Waldsassen spielen sie trotzdem eine Rolle. Zweimal wöchentlich, wenn in der Mädchenrealschule des Klosters Tanz auf dem Stundenplan steht. Zur Freude der Schülerinnen, aber auch von Schwester Raffaela. Rock'n'Roll und Zisterzienser in Einklang zu bringen, das erfordert allerdings eine gewisse theologische und rhetorische Virtuosität. Mit Klosterleben verbindet man Ruhe, mit Rock'n'Roll eher schon ein bisschen Lärm, laute Musik. Aber ich finde, das schließt sich jetzt nicht aus, weil es ist eine größere Gruppe, die in Harmonie tanzen müssen und die aufeinander schauen müssen, aufeinander achten müssen, damit es zusammenpasst. Und das passt dann auch wieder zum Klosterleben. Auch da sind wir mehrere, die zusammenstehen müssen, die aufeinander achten müssen, damit die Harmonie des Ganzen nicht gestört wird. In vollkommener Harmonie präsentieren sich heute den Touristen auch das Kloster und die barocke Basilika. Manchen Besuchern, die früher schon einmal hier waren, muss das wie ein Wunder, ein gewaltiges Wunder erscheinen. Denn im Gegensatz zur prunkvollen Kirche war das Kloster rettungslos dem Verfall preisgegeben, über Jahrhunderte hinweg. Bis sie kam und alles anders wurde. Äbtissin Letizia hat vor 20 Jahren mit der Sanierung begonnen. Der ersten seit dem Barock. Eine Herkulesaufgabe. Mehr als 40 Millionen Euro musste sie dafür auftreiben. Muss man eigentlich rechnen können, wenn man so ein Kloster führt? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr wie einen Taschenrechner. Es war schon ein Kraftakt, so eine Finanzierung für eine Bausanierung auf die Füße zu stellen. Vor allem, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Ich glaube, der Herrgott hat mir eine Gabe gegeben. Ich kann Menschen für was begeistern. Und wir haben eine einzigartige Finanzierung mit 10 verschiedenen Zuschussgebern. Also eine Finanzierung, die deutschlandweit einzigartig ist. Gestrickt. Es ist das eine, das Kloster zu sanieren. Das andere ist aber, ein Kloster so zu führen, dass es betriebswirtschaftlich funktioniert. Und ich dachte, naja, wenn wir die Generalsanierung rum haben, dann habe ich das Größte geschafft. Aber ich hatte eigentlich das Größte noch vor mir. Denn wir haben eine betriebswirtschaftliche Konsolidierung schultern müssen und sind jetzt, ich bin jetzt im 23. Amtsjahr, endlich so weit, dass wir das erste Jahr eine Bilanz ohne rote Zahlen haben. Wir verdienen unser Geld selber und wir leben nicht von Kirchensteuer. Das wissen viele nicht. Wieder auferstanden ist auch das ehemalige Konversengebäude. Einst waren hier die Arbeiter des Klosters untergebracht. Spartanisch. Heute ist daraus ein Hotel geworden, mit vielen Annehmlichkeiten. Vor allem können die Schwestern damit ihr eigenes Geld verdienen, um ihr Kloster am Leben zu erhalten. Vor allem Schwester Sophia kümmert sich darum, dass im Hotel alles läuft. Sanfte Nonne oder harte Managerin? Am Ende muss sie Marion Höcht, der Geschäftsführerin des Maschinenrings, ein gutes Angebot abbringen für die aufwendige Beheizung der gewaltigen Klosteranlage. Bloß eine Frage. Wir sind zwar im Sommer, aber Thema Hackschnitzel, die waren
Weil wir müssen uns ja vorbereiten für den Einkauf. Wie war denn die Qualität? Die Qualität war am Anfang sehr gut, hat aber dann stark nachgelassen. Und im Januar war sie dann Katastrophe. War viel zu feucht, das Material, die Brennleistung wurde nicht gebracht. Also, und vor allem müssen wir dann für nächstes Jahr schauen, dass wir besseres Material kriegen, weil das Mühlenviertel mit dranhängt. Mein erster Kontakt mit Schwester Sophia war so, wo ich gedacht habe, boah, Schwester, Nächstenliebe geht mit Sicherheit etwas sanftmütig mit uns um. Ich bin rausgegangen und dachte, wow, sollten so einen harten Geschäftspartner im ersten Gespräch gehabt. Das ist das eine. Das andere ist aber, es ist wirklich die Nächstenliebe wird dann im Umgang miteinander schon gepflegt. Und das ist sehr angenehm, weil wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, mal mit dem Personal, also mit unseren Mitarbeitern, dann wird gesprochen, dann wird fair gesprochen und nicht bloß, hier müssen wir Mängel beseitigen, das muss erledigt werden, sondern es geht dann wirklich sehr menschlich zu. Dann kriegen Sie von mir die Angaben und dann sollten wir an die, ich weiß nicht, ob wir eine Vertragserweiterung brauchen, aber ich glaube, das sollten wir drinnen besprechen. Ja, ich sollte drin, weil jetzt wird es langsam feucht. Ich denke, wir brauchen es.31 Angestellte hat das Kloster und ist damit im kleinen Waldsassen ein wichtiger Arbeitgeber. Restaurant, Hotelzimmer, Seminar- und Tagungsräume, das alles muss mit Leben gefüllt werden und soll sich zugleich von weltlichen Hotels unterscheiden, ein wenig auch den Geist des Klosters spiegeln. Einfach und klar, stilvoll und schlicht. Vor 900 Jahren siedeln sich die Zisterzienser in der Unberührtheit gewaltiger Wälder an. Zur Natur wollen sie zurückkehren und dort ein strenges klösterliches Leben führen. Die frühen christlichen Einsiedler sind ihre Vorbilder. Unser Gründer Prior Gerwig hat hier seine Einsiedelei gebaut und gelebt und gebetet. Hier ist ihm die Gottesmutter Maria erschienen und der Evangelist Johannes und haben ihm den Ort, wo heute das Kloster steht, gezeigt, dass er dieses Kloster dort gründen soll. Und als ich die Gründungslegende das erste Mal gelesen habe, hat mich das tief im Herzen berührt, denn da heißt es sinngemäß, dieser Ort wird Freude erleben, aber auch schwierige Zeiten. Aber es wird diesen Ort geben, solange es eine streitende Kirche gibt. Ja, und an dem habe ich festgehalten. Ich habe gedacht, diese Zusage, an die glaube ich. Damals, im 12. Jahrhundert, breiten sich die Zisterzienser in Windeseile über ganz Europa aus. Gegen manch klösterlichen Verfall ihrer Zeit wollen sie zu den Ordensregeln Benedikts zurückkehren. 1133 wird das Kloster Waldsassen gegründet. Nur dem Reichsherrn untertan wird es schnell mächtig und wohlhabend. Sein Einfluss reicht von dem nach ihm benannten Stiftland bis weit nach Böhmen hinein. Bis in Böhmen eine neue Lehre entsteht. Der Reformator Jan Hus findet rasch viele Anhänger. Aber nachdem er auf dem Konzil in Konstanz verbrannt wird, fallen seine Mitstreiter ins Stiftland ein und plündern das Kloster. 100 Jahre später wird die Oberpfalz im Zuge der Reformation evangelisch. Das klösterliche Leben in Waldsassen erlischt. Im Dreißigjährigen Krieg wird das Land dann wieder katholisch. Doch 1647 brennen schwedische Truppen das Kloster nieder. Katholisch, evangelisch, wieder katholisch. In der Mitte Europas gelegen, ziehen die religiösen und machtpolitischen Stürme mit vernichtender Gewalt über das kleine Stiftland hinweg. Krieg und Zerstörung, Frieden und Wiederaufbau wechseln einander ab.
dem 17. Jahrhundert entsteht ein neues Kloster, in einer solch gewaltigen Pracht, wie sie hier noch nie zu sehen war. Ein besonderes Prunkstück ist die Bibliothek. Äbtissin Letizia ist stolz auf all die bibliophilen Schätze. Im 17., 18. Jahrhundert, da war ein Buch eine Riesenkostbarkeit. Und das ist eigentlich etwas, was ich den Kindern gerne vermitteln möchte, dass Bücher etwas Wertvolles, was Kostbares sind. Und auch diese Bibliothek einfach ein Stück Kultur hier mitten in Waldsassen ist, die auch für sie wichtig ist. Ich zeige euch jetzt mal so ein altes Buch. Schaut mal. Da steht drin Monasterii Waldsassensis. Das ist ein uraltes Buch aus dem 17. Jahrhundert. Das Hauptmaterial beim Papier, das ist Textil. Der hier vorne hat einen riesen Topf an Textilbrei. Da muss ein Klebstoff dazu, damit es miteinander verbunden wird. Und er hier ist der Kastenmeister. Der hat Getreide gesammelt und Getreide hat Stärke in sich, damit dieser Papierbrei verklebt wird. Das ist der Irrlehrer, der einfach Bücher verkauft, die eigentlich nicht erlaubt sind. Früher gab es hier in der Mitte einen Schrank mit verbotenen Büchern. Da war ein riesengroßes Schloss dran. Warum soll man bestimmte Bücher nicht lesen? Ihr dürft im Fernseher doch auch nicht alles anschauen, oder? Mama und Papa sagen doch auch, das darfst du anschauen und das nicht. Reichlich Arbeit und viele Termine, das ist der Tag der Schwestern. Und der Abend im Kloster? Es war im Jahr 1803, als die Säkularisation auch das Kloster Waldsassen mit voller Wucht trifft. Die Abtei wird aufgelöst. 80 Mönche müssen das Kloster verlassen. Schließlich erwirbt ein Kaufmann die Anlage, um darin eine Stofffabrik einzurichten. Erst 1864 gelingt Nonnen aus dem Landshuter Kloster Seligenthal die Wiederbelebung. Bedingung? Die Schwestern müssen eine Mädchenschule einrichten. Und die existiert heute noch. Einst lehrten hier ausschließlich Nonnen. Heute unterrichtet neben Schwester Raffaela auch Schwester Hanna Maria. Die anderen 22 Lehrer sind weltliche, wie auch die Schulleiterin Kerstin Reiter. Die Schwester Hanna Maria ist ja im Ganztag und Schwester Raffaela Konrektorin und ganz viele Stunden in Religion. Sie kennt eigentlich alle Klassen. Es waren zwar immer Schwestern hier, solange ich jetzt an der Schule unterrichte, das sind fast 20 Jahre, aber dadurch, dass beide Schwestern in Religion drin sind, im Ganztag und Schwester Raffaela jetzt noch als Konrektorin im Schulleitungsteam, ist wirklich ganz ein guter Kontakt. Bis 1998 wohnten die meisten Schülerinnen im Internat. Die Künstlerin Christine Böhm stellt ihre neuen Schieferexponate im Klosterladen aus. Sie erinnert sich an ihre Zeit in der Mädchenrealschule. Mit diesem Raum verbindet mich eigentlich meine komplette Schulzeit, weil ich damals noch zusätzlich im Internat das
damals der Schule ja noch angeschlossen war, gewohnt habe. Haben Sie was mitgenommen damals, aus Ihrer Schulzeit? Ich sage jetzt einfach ein Wort: Stille. Genau. Das war schon immer Thema. Gerade abends vorm Bett gehen. Es wurde eine Schallplatte angehört mit Meditationen und danach war Stille. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat, sagt Bernhard von Clairvaux. Achtsamkeit, das ist eine der Grundideen der Zisterzienser, die Schwester Raffaela auch heute ihren Schülerinnen vorleben und weitergeben möchte. Ruhe, um zu sich zu kommen, um die Sinne für das Wesentliche zu öffnen. Auch die Schwestern ringen darum bei ihrem arbeitsreichen Alltag. Äbtissin Letizia sucht dieses Innehalten auch an ihrem Lieblingsort im Kloster. Es ist so, dass die Menschen sehr oft Ruhe und Stille suchen. Und wenn sie dann haben, ist es gar nicht so einfach, Ruhe und Stille auszuhalten. Auch wenn es um mich ruhig ist, heißt es noch lange nicht, dass in mir ruhig ist. Und es geht eigentlich nicht um das, was war oder was kommt. Das Einzige, was mir gehört, ist der Augenblick, das Jetzt. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis des Menschseins, unseres Lebens, wenn wir lernen, das Jetzt, den Augenblick zu finden, zu leben und das Beste draus zu machen. Kloster und Stadt. In Waldsassen gehören sie ganz eng zusammen. Bin auch Schülerin vom Kloster gewesen. Ich war im Internat, das war eine sehr strenge Zeit. Aber ich muss sagen, es hat mich geprägt auch. Was wollt ihr für eine Bierschicht? Ich bin im Kloster 2 Jahre zur Schule gegangen. Also meine Oma ist Waldsassnerin und wir sind öfters im Kloster, ja. Was sagen denn die Waldsassner im Kloster? Sind sie stolz drauf? Oder ja, denken sehr. Sie, das kostet alles nur Geld? Nein, sind wir sehr stolz drauf, dass wir das haben. Das Kloster ist unsere Lebensader in Waldsassen. Ohne Kloster wären wir nicht hier. Die Kirche und das Kloster. Die Kirchenrenovierung. Die einen schimpfen halt wieder über das alles und die anderen, ja. Wie viel Millionen das die kostet, das weiß gibt's ich nicht. Gibt's halt immer so meines Ding. Ich gehe schon, ich schätze halt Ding, also das, was wir rum da in Waldsassen. Aber gibt's halt Leute, die schätzen halt das. Ich nicht. Hab der Fremdenverkehr, ich hab ja. Fremdenverkehr, und dann ist ja Waldsassen nichts mehr los. Was würde sich denn ändern, wenn es das Kloster nicht mehr gäbe hier? Na, kulturell wäre schon mal was ganz Wichtiges weg. Es ist ja ein Anziehungsmagnet, man sieht es ja mit Kaffee und Bibliothek, da wäre schon was weg. Und Schwestern prägen einen Ort immer anders als nur weltliche Menschen. Das ist einfach so. Der Glaube, der ist schon faszinierend, wenn das eine Schwester auslebt. Schon allein, wenn man die sieht im Gesicht, wenn jemand so gläubig ist. Das, für mich ist das was Besonderes. Nimm hin unseren Dank. Erhalte unsere Gemeinschaft in der Fülle deiner Liebe und segne uns und deine Gaben und alle, durch die wir deine Güte erfahren. Amen. Schweigen herrscht während der Mahlzeiten. Früher, zur Zeit der Gründungsväter, erhielten die Mönche nur während der arbeitsreichen Sommermonate 2 Mahlzeiten. Im Winter wurde nur 1-mal gegessen. Das ist heute nicht nur im Kloster Waldsassen anders. Auch wenn jede Schwester ihre eigene Arbeit hat, im Konvent des Klosters leben sie eng zusammen. Wie erleben gerade junge Schwestern wie Hanna Maria diese Gemeinschaft?
Also am Anfang, klar, da habe ich oft gedacht, okay, die verstehen mich nicht, weil ich so jung bin. Jetzt bin ich ein bisschen älter, klar, die anderen auch. Aber jetzt denke ich mir oft, jetzt ist es noch extremer zu merken, dass wir sehr unterschiedliche Generationen sind. Und ich mich oft in dem wiederfinde, was auch über die jungen Leute gesagt werden, wo ich mir eigentlich denke, okay, jetzt bin ich im Kloster. Dürfte eigentlich nicht so sein, aber es ist trotzdem ähnlich. Zwischen Menschen menschelt und da gibt es auch Schwierigkeiten. Und auch wenn man ins Kloster eintritt und Schwester wird, ist das nicht der Himmel auf Erden. Und wir werden durch die Einkleidung auch keine Engel, sondern bleiben, so wie wir sind, mit Ecken und Kanten. Natürlich bemühen wir uns und wir bemühen uns auch, in der Mitschwester Jesus zu sehen und dadurch unser Zusammenleben zu gestalten. Aber einfacher wird es deswegen auch nicht. Vor 15 Jahren wurde in der ehemaligen Gärtnerei des Klosters eine Umweltstation eingerichtet. Kein Wunder, gelten doch die naturnahen Zisterzienser als die Grünen des Mittelalters. Wir machen jetzt mal eine Trinkpause bei dem Wetter. Ja! Schwester Hanna Maria hat sich ein Programm für die Kinder ausgedacht. Also bei uns hat die Schöpfung schon eine große Rolle gespielt von Anfang an. Also ich denke, dass das sehr gut passt auch zu dem, was wir hier mit den Perlentauchern machen. Es sind insgesamt 5 Projekte, die sich über das ganze Schuljahr verteilt haben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und die Kinder sollen sich einfach ausprobieren. Es ist ein Raum ohne Leistungsdruck. Und sie dürfen einfach schauen, was macht mir Spaß, was liegt mir vielleicht, wo kann ich mich einfach mal in ganz neuem Gebiet ausprobieren. Also das Innenleben eines Klosters, das sind die Nonnen und die Nonnen leben in einer Gemeinschaft. Und die beten da halt zu Gott, also es ist halt was mit Gott. Und manche in dem Fall unterrichten halt. So eine Schwester hat keinen Mann, weil sie hat sich entschieden, Gott zu heiraten. Und ja, ich bin ganz beeindruckt von den Nonnen. Also ich habe mir manchmal schon überlegt, dass ich selber eine Nonne wäre vielleicht. Mm-mm. Warum? Ich will halt einmal einen Mann und Kinder. Und die ziehen halt jeden Tag das Gleiche an, die halt nicht so, weil wir umlaufen. Also das Weiße nennt man Habit. Dann das Schwarze, das ist das Kapulier. Der Gürtel, das ist das Zingulum und dann haben wir noch den Schleier. Und wenn es so warm ist wie heute, was macht man da? Am besten nicht so viel draußen sein. Ich hatte letztes Jahr eine 10. Klasse als Klassenleitung. Und da waren wir in Ostfriesland an der Nordsee. Und wir hatten halt auch Programmpunkte in dieser Abschlussfahrt, die mit Habit ein bisschen unpassend sind. Also wir, zum Beispiel eine Wattwanderung hatten wir drin. Und da hatte ich eben vorher mit Mutter Titzer gesprochen. Da hat sie gemeint, also es gibt halt Punkte, da ist ein Habit einfach hinderlich. Und hat gesagt, ich darf da in Zivil gehen. Und wie ich dann am Abend wieder im Habit war, sagte die Schülerin, ja, Gott sei Dank, endlich schauen Sie wieder normal aus. Warum gehen junge Frauen wie Schwester Sophia heute in ein Kloster? Also der Wunsch, ins Kloster zu gehen, war schon in meiner Kindheit da. Das war an der Erstkommunion. Da habe ich diese Liebe zu Gott oder Gottesliebe auch gespürt, war fasziniert davon. Ich komme auch aus einer sehr katholischen Familie, wurde da sehr geprägt auch. Man betet zwar für Berufungen, aber wenn es dann selber die Familie betrifft, wird es schwierig. Vor allem dann in so ein Kloster zu gehen, so weit weg von zu Hause, das war jetzt nicht unbedingt der Wunschtraum meiner Eltern vor allen Dingen.
Pater Benedikt Leitmeier ist einer von 5 Priestern, die dem Kloster zur Seite stehen. Zum Beispiel, wenn die Eucharistie gefeiert wird. Überleben kann ein Kloster nur, wenn immer wieder junge Menschen sich dem Konvent anschließen, die den besonderen Anforderungen auch gewachsen sind. Wir leben auf engstem Raum bei Tag und Nacht zusammen. Wir können nicht voreinander fliehen. Die Jungen können keine labilen Typen sein. Die müssen physisch und psychisch gesund sein. Und das Problem in der heutigen Zeit ist, dass immer mehr labile Menschen auch anklopfen und meinen im Kloster, naja, die müssen ja froh sein um jeden und die haben ja niemand und ja, und Kloster ist vielleicht gerade noch so, dann bin ich gut versorgt, dann geht es mir gut. Das geht nicht. Das ist ein Trugschluss. Also, wer das Leben draußen nicht schafft, schafft es im Kloster zweimal nicht. Möchte eine Frau dem Orden beitreten, lebt sie zunächst als Kandidatin im Kloster. Noviziat und zeitliche Profess folgen. Es hat einige Jahre gedauert, bis Hanna Maria die ewige Profess abgelegt hat, das Bekenntnis zu Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Zusätzlich bleiben die Zisterzienser in dem Kloster, dem sie beigetreten sind. Ja, das ist jetzt doch ein besonderer Ort. Es ist so, dass über lange, lange Zeit hier immer die Besucher empfangen wurden, also Familien, Freunde, die die Schwestern besucht haben. Das war bis in die 90er Jahre so. Und auf der anderen Seite saßen die Schwestern. Also dieses Gitter hier zeigt das, die Trennung an, also zwischen der Familie, den Bekannten, Freunden und eben auf der anderen Seite den Schwestern. Und wenn Geschenke oder sowas dabei waren, die wurden durch diese Winde hier gedreht. Viel strenger als heute war der Alltag damals im Kloster geregelt, als Letizia Fech sich entschlossen hat, dem Orden beizutreten. Wie schwer fiel ihr damals diese Entscheidung? Ich hatte es nie vor, ins Kloster zu gehen. Ich wollte Familie und Kinder. Und mich hat der Herrgott gefunden. Ich würde es vergleichen, wie wenn jemand sich in einen Menschen verliebt und sagt, der ist es und kein anderer. Der kann auch nicht erklären, warum, sondern es ist einfach Liebe oder es ist Bestimmung oder Schicksal oder Fügung oder wie auch immer. Ich meine, ich bin mit 20 ins Kloster eingetreten und da hast du dann schon auch Sehnsüchte, wo du sagst, das und das tät ich gerne mal. Oder gerade in der Zeit, wo ich eintreten bin, ich habe gewusst, ich trete ein und komme nie mehr raus. Vor allem mein Vater hat nie geglaubt, dass ich im Kloster bleibe. Er hat bis zuletzt gehofft, dass ich wieder nach Hause oder dass ich wieder zurückkomme. Wie oft haben Sie denn Ihren Vater noch gesehen? Nicht mehr. Das war das letzte Mal. Ich habe 83 meine ewige Profess gemacht im April. Und an Weihnachten 85 ist mein Vater gestorben. Darum ist es für mich auch so kostbar. Ja. Der Kreuzgang liegt im Bereich der Klausur, zu dem Außenstehende keinen Zugang haben. Schwester Hanna Maria erlaubt ausnahmsweise trotzdem einen Blick hinter die Klostermauern. Wo sind wir hier? Das ist meine Zelle. Warum sprechen Sie so leise? Wir sind hier im Kreuzgang und da spricht man normalerweise gar nicht oder jetzt eben nur ganz leise. Dann schlage ich vor, wir gehen rein, oder? Nee. Warum? Die Zelle, das ist so mein privatester Raum und deswegen zeige ich den nicht. Die Schülerinnen fragen das oft, können wir mal in ihre Zelle gehen? Und dann sage ich auch jedes Mal, nee, das ist wirklich mein Raum und den zeige ich euch nicht. Der liegt erstens in der Klausur, also da dürft ihr nicht rein. Und das ist etwas, was einfach mir vorbehalten ist und das nicht in die Öffentlichkeit gehört. Schlicht und einfach.
Ganz im Geist der Zisterzienser sind die Zimmer, die Klosterzellen gehalten. Und doch viel moderner als noch vor einigen Jahren. Heute hat jede Schwester ihr eigenes Bad. Doch warum hat Waldsassen einen so jungen Konvent? Warum sind Frauen hier dem Orden beigetreten? Bei mir war es so, dass ich eigentlich innerlich gar nicht wollte. Also das klingt jetzt ziemlich verrückt, aber ich dachte eigentlich, dass ich mich da doch noch entgegen entscheiden könnte. Und das war ziemlich auf der Kippe. Und dann hatte ich auch ein ziemlich intensives Gespräch mit der Mutter Letizia. Und bei diesem Gespräch habe ich mich entschieden, sozusagen zu springen. Also, dass ich wirklich Gott vertraue und sage, gut, ich habe jetzt die ganze Zeit den Eindruck gehabt, dass das so der richtige Weg ist. Und auch wenn ich das jetzt im Moment anders irgendwie empfinde, irgendwie ganz unten drin habe ich den Eindruck, dass es das Richtige ist, auch wenn vieles dagegen spricht. Und dann habe ich das also entschieden und dann ging es mir auch besser. Also, und Sie hatten nie das Gefühl, dass Sie überredet wurden? Überhaupt nicht. Das war eine ganz freie Entscheidung. Also die Mutter Letizia hätte das sehr, sehr gut verstanden, weil ich ja auch noch so jung war, wenn ich gesagt hätte, ich komme nicht. Wieso sind Sie ins Kloster? Das frage ich mich manchmal selber. Nein, also ja, wegen Gott, weil es war irgendwie so, dass gegen Ende meiner Schulzeit hatte ich so zum ersten Mal den Gedanken oder das Gefühl in mir, dass ein Leben im Kloster, ein Leben für Gott, der richtige Weg für mich sein könnte. Wobei, da wollte ich das nicht. Da habe ich gesagt, kein Kloster, ich will ein normales Leben mit Familie, Mann, Kinder, aber auf keinen Fall ein Kloster. Aber weil sich dieser Gedanke nie ganz zurückdrängen ließ. Ich habe versucht, den irgendwo in mir zu verbuddeln, aber er kam immer wieder. Ich hatte eigentlich schon ein Leben, also dem nichts gefehlt hat. Also ich war schon glücklich und zufrieden und doch hat irgendwie was gefehlt. Also es hat eigentlich nichts gefehlt und doch war so ein Gefühl da, dass was fehlt. Das heißt aber nicht, dass sie nachher nicht mehr nicht kommen können, die Zweifel. Also die kommen schon immer wieder, wenn was mal nicht so läuft, wie soll. Weil Sie die Zweifel hatten und quasi Gott angerufen haben, um Gewissheit zu kriegen, wie haben Sie die Gewissheit bekommen? Ich sag mal, ich habe die Gewissheit nicht bekommen. Also ich habe keine hundertprozentige Gewissheit, dass es wirklich hundertprozentig, also ich für mich persönlich, dass ich hundertprozentig gemeint bin von ihm und dass das alles hundertprozentig richtig ist. Ich merke nur, dass an meinem Leben, dass es immer weitergeht. Dass ich selbst, wenn was schief läuft, schon mal wieder die Kraft habe, weiterzugehen. Und daran mache ich es fest, dass es schon das Richtige ist. Ich treffe mich jetzt dann gleich mit unseren Schülerinnen unten in der Basilika zum Segnungsgottesdienst. Besonderes Geschenk von Seiten des Pfarrers an die Schüler vor Beginn ihrer Abschlussprüfungen. Wochenende im Kloster. Zeit für einen Ausflug. Ich denke, der Letzte macht die Tür zu. Hey.
Wir haben es selber beschlossen, als Gemeinschaft, dass wir etwas für unsere Gesundheit tun. Und es ist jetzt so, dass Samstag, Sonntag die Möglichkeit besteht, für jede den Sport zu machen. Aber Sie wissen ja selber, dass man das nicht immer unbedingt mit großer Begeisterung, vielleicht am Anfang schon, es ist was Neues, aber es dann kontinuierlich durchzuhalten. Darum haben wir gesagt, also es ist schon Verpflichtung, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dass jeder das machen kann an Sport, was ihm gut tut, was ihm Freude macht. Aber es soll jeder machen. Und das kann dann auch so aussehen. Choreografie statt Chorgebet. Es soll eine Überraschung werden. Das Stadtoberhaupt von Waldsassen hat demnächst Geburtstag. Mit ziemlicher Sicherheit wird er dann einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Bürgermeister in Deutschland sein, zu dessen Ehrentag ein ganzer Konvent von Nonnen tanzt. Fast 900 Jahre lang hat das Kloster, haben die Zisterzienser den Ort, die ganze Region geprägt. Spürbar ist das überall im Stiftland. Als kulturelles, wirtschaftliches, aber vor allem anderen als spirituelles Zentrum. Ein Sommerabend, der zeigt, dass eine Äbtissin ab und an auch außergewöhnliche Aufgaben meistern muss. Es ist noch keine 20 Jahre her, da schien die Geschichte der Abtei zu Ende zu gehen. Und dann kam alles ganz anders. Renoviert ist das Kloster, in dem heute ein junger Konvent zu Hause ist. Ich mag auch einen Bauch. Ein Bauch müsste auch dabei sein. Mei, kriegst nicht, weil klar ist. Ja, der Teil liegt mit mir. Es klingt wie ein Märchen, dass die Abtei heute so dasteht. Und welches andere Märchen muss passieren, damit das Kloster auch die nächsten 900 Jahre überstehen kann? Also ich denke mal, zunächst mal wären mehr Schwestern nicht schlecht, weil wir sind doch eine sehr kleine Gemeinschaft. Und wenn wir mehr wären, wäre es schöner. Mehr Nachwuchs. Wenn wieder junge Schwestern kommen, das bringt dann auch wieder ein bisschen Unruhe in die Gemeinschaft, wenn was Junges da ist. Nochmal so viele Schwestern. Das wäre wirklich schön, wobei ich überzeugt bin, dass sie kommen. Einen guten Appetit. Danke Ihnen. Jetzt hoffe ich das. Ja, bitteschön. Ja, die kriegt ihr schon erst.